Ja, servus Leute und willkommen im neuen Jahr 2023. Ich hoffe, ihr hattet sowohl die Weihnachtstage sehr schön verbracht, als auch gestern Silvester. Heute, wo ich das Video jetzt aufnehme, ist 31.12. Für mich geht es später dann auch zu Bekannten zum Silvester feiern. Hier Nachbarn teilweise schon die Kiddies am Böllern, deswegen kann es sein, dass ab und zu vielleicht auch mal Hintergrundgeräusche reinkommen von verschiedenen Böllern, dann einfach ignorieren. Und auf jeden Fall wünsche ich euch natürlich ein frohes neues Jahr, dass ihr gestern eine schöne Feier hattet, dass ihr gut ins Jahr reinkommt und für dieses neue Jahr natürlich das Allerbeste für euch, eure Gesundheit, eure Familie und natürlich hier auch für die Börse. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier im neuen Jahr. Und direkt hier habe ich auch eine sehr schöne Analyse mitgebracht. Nämlich die L'Oréal ist ein super bekanntes Unternehmen, eigentlich sehr großes Unternehmen, was aber, finde ich, recht wenig mediale Aufmerksamkeit auch bekommt aus sozialen Medien etc. Ist aber an der Börse eigentlich ein Dauerläufer, auch sehr solide, hat man sehr schöne Renditen auch in den vergangenen Jahren mitgemacht. Und L'Oréal kennt wahrscheinlich jeder, denn hier geht es eigentlich um Schönheit, um Beauty und deswegen auch der Titel Schönheit fürs Depot. Wer die WKN angucken möchte, ist die 853888. Und bevor wir jetzt natürlich starten, einmal, ihr wisst den Disclaimer, den ich mal kurz vorlesen muss. Alle Texte sowie die Hinweise und Informationen stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dar. Sie wurden nach bestem Wissen und Gewissen aus öffentlich zugänglichen Quellen übernommen. Alle zur Verfügung gestellten Informationen dienen allein der Bildung und der privaten Unterhaltung. Eine Haftung für die Richtigkeit kann in jedem Einzelfall trotzdem nicht übernommen werden. Sollten die Zuschauer dieses Videos sich die angebotenen Inhalte zu eigen machen oder etwaigen Ratschlägen folgen, so handeln sie eigenverantwortlich. Und mit diesem Disclaimer können wir eigentlich auch schon direkt reinstarten in die Analyse, denn wir schauen uns an, wie sich denn L'Oréal zur Nummer 1 im Bereich Beauty und Schönheit entwickelt hat. Denn L'Oréal ist hier Weltmarktführer. Wir sehen danach noch eine Übersicht von Unternehmen, welche eigentlich hier als Wettbewerber gelten. Der bekannteste, der genau dasselbe Geschäftsmodell macht, auch Schönheit, also rein auf Beauty fokussiert, ist Estée Lauder. Aber sehen wir später noch. Wir starten jetzt erstmal mit der Gründungsgeschichte. Und zwar geht das Ganze bis 1909 zurück. Hier der Gründer ist der, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Eugène Schüller aus Frankreich. Er entwickelte damals eine Haarfärbemischung und ließ diese dann produzieren und ist dann durch Paris gelaufen und hat diese dann im Endeffekt an Friseursalons verkauft. Und ja, darauf ist L'Oréal heute noch sehr stolz drauf, denn das, was der Eugène Schüller damals gemacht hat, verkörpert immer noch die DNA von L'Oréal, nämlich Forschung und Innovation im Dienste der Schönheit und Schönheit demokratisieren, jedem zugänglich machen. Woher der Name L'Oréal kommt, also hat natürlich nichts irgendwie namenstechnisch mit dem Gründer jetzt zu tun. Vermutlich kommt es von einem Produkt, was der Herr Schüller damals auf dem Markt hatte. Und dies ist nämlich Oreol, aber ist auch nicht bewiesen, dass der Name dort herkommt. Dann geht's weiter. Den nächsten großen Zeitabschnitt hier 1957 bis 83. Dort gab es unter dem CEO François Dallet prägende Jahre, denn dort hat auch die L'Oréal Group vor allem international angefangen zu expandieren und dann auch ja eine strategische Markenübernahme getätigt und viele neue Produkte sind eigentlich daraus entstanden. Da gab es zum Beispiel Übernahmen von Ambre Solaire 1956, Lancôme 1964, Garnier 1965, also auch schon heute sehr bekannte Marken, die schon sehr lange zu L'Oréal dazugehören. So wie damals in der Zeit gab es auch ein Pharmaunternehmen, was übernommen worden ist, wurde aber später wieder an Sanofi, also einen großen Pharmakonzern aus Frankreich, wieder verkauft. Genauso gab es auch ein Joint Venture mit Nestle, damals schon und dann irgendwann ja wieder. Damals eben ein Joint Venture, jetzt in den vergangenen zwei Dekaden gab es eben ein Joint Venture mit Nestle auch im Bereich Dermatologie, also bezogen auf Haut etc. Das Joint Venture wurde dann damals komplett auch an Nestlé verkauft. Nestlé aber auch hier, man hat schon zwei Joint Ventures gehabt, ist auch ein sehr großer Aktionär bei der L'Oréal. Das heißt, wenn ihr Nestlé-Aktionäre seid, dann
könnt ihr natürlich hier auch an L'Oréal mitpartizipieren, weil der Anteil am Unternehmen ist jetzt nicht gerade klein. Dann ja das nächste, die nächste Dekade war dann von 84 bis 87, also nur 3 Jahre im Endeffekt. Da gab es den Nachfolger, nämlich Charles Zwierg. Und er trieb gerade in diesen Jahren vor allem eben die Forschung sehr weit voran und hat in diesen 3 Jahren viele neue Produkte auf den Markt gebracht, vor allem unter den Bestandsmarken, die halt auch präsenter gemacht bei den Kunden und die halt auch vorangetrieben, sodass diese Marken so stark sind, wie sie halt auch heute für uns Konsumenten ersichtlich sind. Dann gab es hier 1988 bis 2005, war das Unternehmen unter Leitung von Lindsay Owen Jones. Hat hier ebenfalls wieder die weltweite Präsenz gemacht und hat auch hier viele Übernahmen gemacht. L'Oréal wuchs hier in diesem Zeitraum zum größten Beauty-Unternehmen weltweit heran, also wurde auch in diesem Zeitraum Marktführer. Hier waren eben Übernahmen, zum Beispiel 1991 Tralee, Jade, 1995 sehr bekannte Marke, Maybelline, 1996 Softsheen und Kiehl's und noch viele weitere. Dann 2006 bis 2021 war der Jean-Paul Agon CEO und sein Leitbild ist eben Schönheit für alle, also Democratize Beauty, also auch Demokratisieren von Schönheit geben, zugänglich machen weltweit. Und unter ihm hat sich auch L'Oréal sehr ethisch, sozial und ökologisch dazu verpflichtet zu agieren, haben auch sich Ziele gesetzt, jetzt erst wieder 2021 damals, also von einem Jahr gesetzt, bis 2030. Und jetzt hier 21 mit dem neuen CEO ist ein neuer Mann am Ruder. Das ist hier Nicolas Hieronymus. Wurde im Mai damals CEO. Gehen wir gleich nochmal drauf ein. Und was ich sehr erachtlich finde, wirklich dieser Nicolas Hieronymus ist gerade einmal der 6. CEO. Und das Unternehmen existiert seit 1909. Also 110 Jahre oder 112, 113 Jahre. Hat das Unternehmen 6 CEOs gehabt. Das spricht sehr fürs Unternehmen. Die CEOs agieren dort sehr langfristig gesehen, sind sehr lange am Ruder, können sich praktisch dann super ins Unternehmen eingliedern, was mir sehr gut gefällt. Aber da schauen wir doch nochmal hier auch in die heutige Situation rein. Da wir gerade beim CEO waren, bleiben wir gerade mal kurz dort. Der Hieronymus war früher bei der Business School Essex, studierte er. Und ist auch schon ein alteingesessener bei L'Oréal, nämlich seit 85 im Unternehmen. Hatte viele Stationen, sowohl bei einzelnen Marken, also Divisionen auch oder Marken, die er Verantwortung hatte für, aber genauso auch regionale Verantwortungen, zum Beispiel Nordamerika oder einzelne Länder. Genau, Market Cap von L'Oréal bei einem Kurs von 336, wie er die letzten Tage war, war es bei 181 Milliarden Euro. Im heutigen Kurs, aktuellsten Kurs weiß ich gerade gar nicht, aber auch noch so um den Dreh Mitarbeiter, ungefähr 85.000 Mitarbeiter weltweit. Der Umsatz im Finanzjahr 21 war bei 32,3 Milliarden Euro. Wenn natürlich das neue Finanzjahr abgelaufen ist, was jetzt dann auch ist, werde ich das Ganze auch wieder zusammenfassen mal. Ich glaube mal für jede Analyse, die ich gemacht hatte, was war so der Jahresabschluss von den Unternehmen und ordne ein, wie ich auch gerade vielleicht die Bewertung finde. Lasst mir gerne hier Feedback da, wenn euch das interessiert. Dann würde ich einfach nochmal ein Video machen, zu jedem Unternehmen ein, zwei Minuten was sagen. Einfach nur, was die aktuelle Bewertung aus meiner Sicht oder auch die Jahresergebnisse dann sagen. Wenn es natürlich soweit ist, dauert natürlich auch noch, bis die Jahresberichte irgendwann mal rauskommen. Das dauert ja erstmal nur mit den nächsten Quartalszahlen dann. Aber das so auf jeden Fall mal auf meiner Timeline auch. Aktionärsstruktur hier bei L'Oréal ist die François Bettencourt-Mayer mit 30% beteiligt, ist auch die reichste Frau der Welt. Und zwar ist sie die Enkelin vom Gründer, also der Opa war der Eugene Schüller und hat eben noch dann teilweise die Anteile halt weitervererbt an die an die Kinder und nun auch an die Enkelin, dann eben an die François Bettencourt-Mayer. Und ja, sie hat natürlich auch noch eine Investmentgesellschaft, wo dann daran beteiligt ist, aber in Summe sind es 30% circa. Und der nächstgrößere Aktionär eben Nestlé
mit 19,3%. Sollte einer von den beiden Großaktionären verkaufen, hat auch der andere Großaktionär das Vorkaufsrecht und kann sich somit praktisch dann auch ja, knapp 50% vom Unternehmen dann sichern. Ich denke nicht, dass es jetzt irgendwie der Fall sein wird, aber nur für euch auch zur Info. Dann gelistet ist das ganze Unternehmen an, in Frankreich natürlich und ist im Index CAC 40, das ist der französische Index, eben ja, beinhaltet. Dort sind auch andere Unternehmen wie eben zum Beispiel LVMH mit dabei. Dann schauen wir uns mal das Geschäftsmodell an. Nämlich hier auch hier ist L'Oréal zwar im Beauty-Sektor unterwegs, aber ist auch hier sehr diversifiziert, sowohl global, was die Umsätze angeht, aber auch von den Produkten. Schauen wir uns aber erstmal kurz mal die Umsatzverteilung an. Hier einmal die verschiedenen Produktkategorien, die es so gibt, die L'Oréal Ausweis ist einmal Skincare, also Hautpflege, Make-up, Haircare, also Haarreparatur, Parfüms, also Düfte, Haircolorants, also Haarfärbemittel und dann noch Sonstiges. In Summe eben diese 32,3 Milliarden Euro Umsatz. Der Großteil hier mit 40% ist eben Hautpflegeprodukte und dann der zweitgrößte eben Make-up. Und damit hat man schon fast zwei Drittel vom Umsatz. Da kommt eben noch Haircare Parfums und Hair Colorants. Aber hier ist Skincare mit Abstand der stärkste Bereich. Dann Umsatz nach Region. Man sieht hier Europa, der größte Absatzmarkt mit 10,2 Milliarden. Ist ja auch ein französisches Unternehmen. Aber auch Nordasien ist der zweitgrößte. Ist wahrscheinlich von der Marktgröße her dann, oder was die potenzielle Kundschaft, wenn die ganzen Schwellenländer mal aufstreben, ein noch größerer Markt. Aktuell ist aber umsatztechnisch die zweitwichtigste Region für L'Oréal. Dann Nordamerika auch noch sehr wichtig mit knapp 25%. Und dann SAPMENA, SSA, also Afrika, Nahost, Osteuropa. Und dann gibt es noch Lateinamerika eben mit 1,8 Milliarden, was 5% noch ausmacht. Also hier vor allem finde ich eigentlich recht gut diversifiziert. Europa ein Drittel, Nordasien ein Drittel, Nordamerika 25% und SAPMENA ist dann eben das restliche Asien, das heißt, wie gesagt, Indonesien, Afrika, Arabische Emirate, und also Nahost und alles Mögliche noch, was dann noch dazwischen ist. Von dem hier denke ich, vor allem von SAPMENA SSA, erhoffe ich mir eigentlich sehr, sehr viel Wachstum noch in den nächsten Jahren im Unternehmen. Denn gerade in so Ländern wie Indonesien, Indien, Afrika mache ich mir eigentlich schon, denke ich, dass wenn da die Länder aufsteigen, auch dort natürlich Schönheitsideale gibt, wo L'Oréal dann auch partizipieren kann, beispielsweise durch Akquisition und dort dann halt auch seine Produkte auf dem Markt vertreiben könnte. Dann Umsatz nach Division. Es gibt hier vier Divisionen bei L'Oréal. Einmal L'Oréal Luxe, Consumer Products. Also einmal ein bisschen so die höherpreisige Variante und so die typischen Konsumentenprodukte. Jeweils 38%. Gibt es auch Active Cosmetics und Professional Products. Was das Ganze ist, gehen wir gleich drauf ein. Professional natürlich eben vor allem für professionelle Kunden. Also aus der Branche, wie zum Beispiel Friseure. Genau, Produktkategorien. Skincare ist eben Reinigung von Gesicht, Make-up entfernen, Peeling für abgestorbene Hautzellen und dem Öffnen von Poren, also Peeling dafür, Essenze und Serum für Feuchtigkeit, Augencreme, Tagescreme, Sonnenschutz, Nachtcreme, also eigentlich alles, was man sich auf die Haut schmieren kann. Wer sich damit auskennt, sehr schön. Alle weiblichen Zuhörer kennen sich bestimmt damit aus. Und wer eine Freundin hat, kann ja gerne mal nachfragen oder auch schauen, ob da Produkte aus dem Hause L'Oréal dabei sind. Hier einfach mal noch ein paar Bilder von Produkten. Hier auch was für Männer, zum Beispiel L'Oréal Man Expert, auch für die Haut eben, um Feuchtigkeit zu machen. Hier steht ja auch 24 Stunden Anti-Fatigue Moisturizer. Dann hat man hier eine Nachtcreme, eine Augencreme, also Augenfalten und so. Dann eine Essenz, die man auf seine Haut machen kann. Und dann am Ende noch ein Peeling. Genau. Und mit dem gehen wir ja auch schon in die nächsten Produktkategorie rein, nämlich Make-up. Ist im Endeffekt ja Make-up, kennt ja jeder. Aber dann gibt es natürlich auch noch Sachen wie Lidschatten, Mascara, Lippenstift, Foundation,
alles, was so dazugehört. Bin natürlich jetzt auch kein Experte drin, aber hier sieht man zum Beispiel einmal, was ja zum Reparieren dann Miracle Nectar, also Repairing Leave-In, da kann man sie dann auch drauf machen. Dann hat man hier einmal eine Maske eben, Golden Repair, Lippenstift hat man hier, dann hat man hier auch Make-up und hier zu guter Letzt auch für die Augen eben, für die Wimpern die Sachen. Und man sieht schon hier, sehr gut ist man hier im Bereich eben Make-up vertreten. Hier kommen wir zum nächsten Bereich, nämlich den Hair Colorance. Hier sieht man natürlich sehr schön, die Haarfarben macht 9% aus vom Umsatz, nämlich hier vor allem alle Haarfarben, was man dann sowohl an Friseure verkauft oder halt auch über den Einzelhandel, macht 9% aus von dem Ganzen. Genau, Hair Colorance. Und dann gibt es eben noch Parfüms mit 11% Umsatzanteil, habe ich kein Bild gemacht, ich meine, das kennt ihr ja alle, ganz normale Parfüme. Man auch bekannt in der Szene oder in dem Markt eben als Fragrances, das heißt eigentlich Düfte dann im Endeffekt. Hier hat man eben so Markenrechte an Ralph Lauren, Diesel, Valentino, Yves Saint Laurent, eben solche Marken. Und dann gibt es noch im Sonstiges mit 4%. Dann gehen wir mal in die Division rein. Also es gibt 4 Divisionen, die L'Oréal verwaltet. Einmal L'Oréal Luxe mit 38%, wie gesagt, hier ist eben der Verbraucher im Vordergrund. Man möchte hier eben eigentlich für den Verbraucher ein Luxuserlebnis schaffen. Das heißt, ihn praktisch emotional auch an die Marke binden, Markenerlebnis kreieren. Der Konsument soll wissen, okay, hier kaufe ich bei L'Oréal, hier kaufe ich gerne ein, hier kaufe ich Qualität ein. Also ein bisschen im hochpreisigeren Segment auch. Deswegen fokussiert L'Oréal sich hier auch vor allem auf die Marken, auf die Markenstärke, macht die Marke mit Marketing begehrenswert. Und ja, hat halt hier sehr langlebige Säulen, die vor allem halt durch Qualität und Innovation für die Zukunft halt auch weiter genährt werden. Bei L'Oréal Luxe gibt es 26 Marken, 17 davon sind eben global und der Rest sind eher lokale Marken mit hohem Wiedererkennungswert, aber sehr fallen so Sachen wie zum Beispiel Lancôme oder Yves Saint Laurent runter. Der zweite große Punkt ist eben hier Consumer Products. Also ganz normale Konsumentenprodukte eben, Marken, die gekauft werden kann. Hier soll einfach die Schönheit und Produkte jedem weltweit zugänglich gemacht werden. Das heißt, dieser Leitspruch demokratisieren von Schönheit, also Beauty, democratize Beauty. Darunter fallen eben Kultmarken wie Garnier aus der Naturkosmetik, L'Oréal Paris als Schönheitsmarke generell, Maybelline New York im Bereich Make-up sowie NYX Professional, was auch im Bereich Make-up ist. Dann Active Cosmetics mit 12%, eben die Division, die sich vor allem um Dermokosmetik ist, beschäftigt. Das heißt vor allem Hautpflege eben betreiben, also Dermatologie. Und ja, das wird halt vor allem diese Produkte dann halt von Gesundheitsexperten empfohlen, durch eine Gesundheitseinrichtung auf der ganzen Welt eben vertrieben, also schon auch eher in diesem Bereich unterwegs. Und das sind halt vor allem die Kunden eben zum Beispiel Apotheken, Drogerien, medizinische Zentren oder man kann das Ganze auch im Onlinehandel kaufen. Und dann der letzte Bereich ist eben hier Professional Products, auch mit 12%. Hier liegt der Fokus eben auf B2B. Im Hauptsegment eben hier Friseure, eben schon so wie damals der Gründer eben durch Paris gelaufen ist und seine Produkte vertrieben hat an Friseursalone, eben auch hier immer noch aktiv mit 12%. Und die Division ist eben auch schon jetzt schon 110 Jahre alt. Hier ist das Ziel, in die Markenverbundenheit zum einen zu schaffen zwischen L'Oréal und den Friseuren, aber auch von den Kunden über die Friseure an L'Oréal, sodass sie, wenn sie zum Friseur gehen und gerade Frauen, das dauert ja dann immer extrem lang und auch sehr teuer, so ein Friseursalon, möchte man das Ganze eben emotional auch mit der Marke L'Oréal verbinden. Hier hat man 6 globale Marken und 3 lokale Marken, also in Summe 9 Stück. Und ja, zudem bietet eben L'Oréal da halt auch Schulungen an für Friseure und kennt auch den Trend zur Digitalisierung, das heißt auch, dass Friseure das Ganze online bestellen können etc. Möchte da auch praktisch die Hürden nehmen. So, dann hier nochmal eine kleine
Grafik eigentlich von den, oder ja, Vier-Felder-Portfolio von den Divisionen, welche Marken dazugehören. Könnt ihr hier mal kurz gerne auf Stopp drücken und euch die ganzen durchlesen. Ansonsten, wenn es euch hier bei mir jetzt zu schnell geht, Consumer Products eben vor allem diese ganz bekannten Marken, die wahrscheinlich jeder kennt. Zumindest hier die L'Oréal, Paris, Garnier und Maybelline. Beim Rest hört es bei mir persönlich auch schon auf. L'Oréal Lux eben vor allem viele Markenrechte von beispielsweise einem Prada, Yves Saint Laurent etc., aber auch zum Beispiel Lancôme, was man dann komplett einem gehört. Professional Products, eben zum Beispiel L'Oréal Professional, was dann eben direkt auch an diese Friseure verkauft wird, also praktisch nicht L'Oréal Paris, sondern Professional Paris, also sag ich mal, eine höherwertigere Marke nochmal. Und dann halt im Bereich Dermatologie eben Active Cosmetics. Und dann gehen wir auch schon eigentlich in den Marktüberblick rein. Habe ich ein bisschen kleiner, jetzt kürzer mal gehalten. Grundsätzlich ist der Kosmetikmarkt ca. 230 Milliarden Euro groß. L'Oréal gehört hier vom Umsatz her 14%, denn man macht ja 32,3 Milliarden Euro Umsatz. Ich habe ja nochmal eine Gegenüberstellung gemacht der Regionen, wie denn die 230 Milliarden Euro auch weltweit verteilt werden. Also weltweit geht eigentlich 22% nach Europa, also nicht von L'Oréal, sondern weltweit. So hat L'Oréal das eingeteilt, auch die 230 Millionen Marktgröße. 35% nach Nordasien, Nordamerika 26%, dann ist SAPMENA SSA eben 10% und Lateinamerika 16,1%. In Europa hat L'Oréal 10,2 Milliarden Euro Umsatz, sprich praktisch 20% vom Umsatz, welcher generell oder von der Marktgröße von Europa gehört 20% L'Oréal, ist ja also sehr klar Marktführer. Jeder fünfte Euro Umsatz, der bei Beauty gemacht wird, geht an L'Oréal. In Nordasien ist ein größerer Markt, aber man macht weniger Umsatz, sprich hier hat man gerade mal einen Anteil von 12%, das heißt ungefähr jedes achte bis neunte Produkt oder Euro geht an L'Oréal. Ich denke, hier kann man vor allem jetzt noch sehr stark wachsen, auch in Nordasien, in China. Haben es auch im Geschäftsbereich geschrieben, dass China einer der Märkte ist, wo sie stark angreifen wollen. Dann Nordamerika, gehören einem 14%. Hier hat man 8,2 Milliarden Euro Umsatz bei 59,8 Milliarden Euro Marktgröße. Und dann ja die anderen beiden, ich denke auch, SAPMENA SSA gerade, hier erwarte ich eigentlich auch starkes Wachstum hier in Südostasien und Indien, Afrika. Also sollte eigentlich auch, denke ich, grundsätzlich der Markt in den nächsten Jahren stark wachsen, wenn eben die Schwellenländer auch aufsteigen und auch die Menschen dort Geld haben, um halt auch für Schönheit Geld auszugeben. Und da ist dann L'Oréal bestimmt sehr gut eben auch positioniert, vor allem mit ihrem Ansatz auch auf die lokalen Gegebenheiten sehr einzugehen. Genau. Bei Fragen zu dieser Grafik gerne nochmal kommentieren, dann kann ich sie nochmal erklären. Ansonsten denke ich, hier hat L'Oréal vor allem eben Potenzial in Nordasien und SAPMENA. Und Lateinamerika kann ich persönlich schwer einschätzen, würde es aber grundsätzlich auch als Zukunftsmarkt noch mehr bepreisen, dadurch, dass dort auch eben sehr viele Schwellenländer gibt. Grundsätzlich wächst der Markt von Kosmetik sehr, sehr akkurat, eigentlich jedes Jahr irgendwo so zwischen 3,5 und 5% pro Jahr Wachstum. Hier sieht man mal die Wachstumsraten eigentlich über die letzten 20 Jahre. Hier eigentlich in jedem Jahr gewachsen, außer 2020. Dort ist man 8% eingebrochen. Ja, ihr kennt's, es war das Corona-Jahr. Leute waren daheim, haben sich weniger geschminkt, Homeoffice lässt grüßen. Aber jetzt wieder zurück, 2021 ist der Markt wieder mit 8% gewachsen, ist praktisch wieder auf Vorkrisenniveau. Dann gibt es hier auch sehr viele große Player auf dem Markt. Man hat hier die Diversifikation nach Luxus und Qualität. Ich habe ja mal die Player aufgelistet. Es gibt ja eine L'Oréal eben als Marktführer mit knapp über 32 Milliarden Euro Umsatz. Große Wettbewerber sind eben Unilever, welcher aber ein Riesenkonglomerat ist, auch im Nahrungsmittelbereich eben. Und dann eben Estée Lauder als komplettes Pendant zu L'Oréal, was ungefähr halb so groß ist. Eben ein Unternehmen aus den USA, gehe ich aber gleich noch näher drauf ein.
Dann hier können wir auch mal reingehen in die Strategie. Die Strategie ist eben hier in den letzten vergangenen Jahren, ist man vor allem halt eben mit Akquisitionen vorangeschritten und hat hier sagen und schreibe mittlerweile 35 Marken unter einem Dach. Hier sieht man auch nochmal, welche Marken über die einzelnen Jahre hinzugekommen sind. Das heißt hier Lancôme und Garnier praktischerweise schon seit 1967 dabei und die anderen Marken eben hier über die einzelnen Dekaden eben zugekauft. Unten links 2006 wurde auch The Body Shop gekauft, wurde dann aber auch wieder irgendwann für die Folgejahre veräußert, gehört also nicht mehr zum Unternehmen. Man sieht hier 2013 und 2019 gab es keine Akquisition. Ansonsten kann man davon ausgehen, dass eigentlich mindestens jedes Jahr ein Unternehmen aufgekauft wird und bei L'Oréal integriert wird. Dann weiß L'Oréal auch, dass er vor allem jetzt im E-Commerce in der heutigen Zeit eben ein starker Wachstumsmarkt ist, Absatzmarkt ist und man hier halt auch voranpreschen muss. Schreiben Sie auch hier einen Ausschnitt aus dem Geschäftsbericht. Digital Technologies are accelerating marketing models. Das heißt, digitale Technologien müssen Sie anwenden, auch eben für die Konsumenten im Bereich Marketing, aber eben auch im Bereich E-Commerce. Man sagt hier eben auch, dass es viele neue Player gibt auf dem Markt und man aber eben durch dieses Image, durch die starken Marken das Ganze. Man möchte hier eben auch weiter große Marken aufbauen. Und auch hier letzte zwei Zeilen steht es auch. E-Commerce Sphere Essential and Fundamental Assets for the Next Decade. Also hier auch E-Commerce ist enorm wichtig, eben auch, weil die Verbraucher sich diese Produkte auch in Zukunft eben nach Hause schicken lassen. Dann ist eine weitere Strategie eben die Globalization. Das heißt, hier steckt ja schon Global und Local im Wort drin. Hier sollen die Marken weltweit eben vermarktet werden. Und die ganze Definition laut denen heißt so eigentlich, man möchte seine Marken global anbieten, also Globalization of its Brands, aber die einzelnen lokalen Unterschiede, Kulturen verstehen und dann speziell auf dem Konsumenten in der einzelnen Region der Welt die Produkte zuschneiden und dort die Marke praktisch so anbieten, wie es auch der Konsument am Ende gern möchte. Und nicht zum Beispiel irgendeine französische Marke irgendwo in Afrika verkaufen und keiner möchte es. Genau, und man möchte hier halt nicht Standards setzen, sondern möchte hier halt vor allem Aufmerksamkeit den Konsumenten gegenüber halt bieten. Dann hier sieht man auch nochmal Globalization, also man hat in jedem Kontinent eigentlich oder in jedem regionalen globalen Absatzmarkt zum einen Research Centers und Evaluation Centers, also Forschung und Entwicklung und auch Marktbeurteilung, Bewertung, findet hier überall statt, Marktforschung. Und dann gibt es hier regional eben diese Hubs und hier natürlich in Frankreich, wo L'Oréal herkommt, in Paris natürlich am meisten Institute. Dann auch hier ganz klar neben dem Globalization auch generell die Standorte. Hier sieht man es, wo sind wo sind Fabriken, wo die Produkte hergestellt werden, wo werden auch Rohmaterialien hergestellt, wo L'Oréal Luxe, wo Consumer Product Plants sind, wo Professional Plants sind, Active Plants ist. Also hier auch Europa eben vor allem sehr stark im Fokus, aber dann gibt es natürlich auch in den einzelnen Absatzmärkten auch viele verschiedene Produktionseinrichtungen, somit dass man sich eben Transporte sparen kann und vor allem lokale Produkte dort herstellen kann, wo sie am Ende auch verkauft werden, sodass man nicht ein Produkt für einen asiatischen Konsumenten zum Beispiel in Amerika herstellen muss. Genau, dann L'Oréal auch die Strategie ist, dass man ein enorm innovatives Unternehmen ist. Allein 2021 hat man wieder 517 Patente eingereicht. Und ja, das ist jetzt nicht ein Peak, der jetzt mal gewesen ist, ne? Sondern man hat hier eigentlich, hier sieht man es, pro Jahr eigentlich um die 500 Patente, die man einreicht. Und über die letzten 10 Jahre sind dies halt auch schon 5103 Patente dann gewesen, die man über eine Dekade eingereicht hat. Und das ist natürlich ein enormer Marktvorteil, Markteintrittsbarrieren, denn man kann somit eben auch die Qualität seiner Produkte sichern. Zudem hat man sehr viel Know-how im Aus der Wissenschaft und Technologie dann eben, die man durch die Patente und die Forschung einsetzen kann. Man selber bezeichnet das Ganze als Beauty Tech, also auch hier wird praktisch Tech, also Technology eben verwendet, als ja eben Schlagwort
im Jahresbericht 2021 damals eben noch. Und das, der Slogan ist eigentlich für mich praktisch die Essenz: Innovation, Innovation, Innovation als Zukunftssicherung für das Unternehmen. Haben das Ganze auch so geschrieben im Geschäftsbericht, dass Innovation eigentlich ja das Herz von L'Oréal ist, vom Geschäftsbereich. Denn Schönheit ist ein Ideal, was sich aber auch ja, mit der Zeit auch immer mal wieder verändert. Was anderes ist dann eben ein Schönheitsideal. Konsumenten möchten neue Produkte eben ausprobieren und zahlen auch mehr für innovative Produkte und neue Produkte eben. Und auch L'Oréal records a significant share of its sales with new products every year. Das heißt, ein großer Umsatzanteil sind eben auch Produkte, welche neu sind. Ansonsten ist man eben so innovativ, dass man eigentlich Leader in allen Bereichen ist, die relevant sind, von den Formulation, also den Formulas für die Produkte, über die Verpackung, über Services, über Point of Sale, also Verkaufsplatz und Gestaltung, Online-Erfahrung und Shopping, Personalisierung, Brand Image, Reputation des Unternehmens und auch Ökologie. Und wenn man gerade schon bei dem Fokus auf nachhaltig ist, hier ein paar Ziele, die sich L'Oréal 2021 gesteckt hat, nämlich man möchte zum Beispiel bis 2030 eben 100% erneuerbare Energien nutzen, möchte Wasser wieder aufbereiten, möchte biobasierende Inhaltsstoffe nutzen, möchte auch 95% der Inhaltsstoffe in den Formeln sollen auch biobasiert sein und nicht chemisch und so weiter. Kann man sich gerne hier mal durchgucken. Super interessant eigentlich, was die machen. Dadurch natürlich auch sehr ESG-konformes Unternehmen, was natürlich auch investitionellen Investoren sehr freut. Grundsätzlich habe ich vorhin schon gesagt, bei den regionalen Umsatzpotenzialen sagt auch L'Oréal von sich, dass Asien ein Wachstumstreiber ist, plus Afrika, denn hier Emerging Markets aimed at conquering hundreds of millions of new consumers, denn hier hat man im Endeffekt hunderte von Millionen neuen Konsumenten durch den Aufstieg der Schwellenländer. Man möchte hier in den nächsten Jahren eben neue Konsumenten für die Marke L'Oréal gewinnen. Vor allem hat man hier eben Nordasien und die SAPMENA-SSA-Zone als Key Areas eben für das Wachstum, zukünftige Wachstum des Unternehmens auserkoren und ja vor allem den chinesischen Konsumenten auch, aber auch Afrika ist einer von der L'Oréals nächsten Frontier Markets. Das heißt eigentlich von den Marken, wo dann auch in Afrika enormes Umsatzpotenzial laut L'Oréal schlummern wird. Immer noch mal kurz auf die Zahlen drauf ein. Kennzahlen, Umsatz, wie gesagt, 32,3 Milliarden Euro. Markt dieses Jahr wird es natürlich noch mal deutlich höher sein. Marktkapitalisierung 181 Milliarden Euro. Earnings per Share 10. KGV dadurch 33,6. Kursumsatzverhältnis 5,2. Enorm hoch, finde ich. Dividendenrendite 1,4% aktuell. Und dann haben wir noch die nervige Quellensteuer in Frankreich. Ausschüttung zum Operating Cashflow ist 46%. Hier Peer Group, wie gesagt, Estée Lauder ist der größte Wettbewerber, der eigentlich identisch ist mit L'Oréal. Weitere Wettbewerber sind aber auch Beiersdorf, Coty, Procter Gamble, Unilever, je nachdem, welche Produkte dann von dort eben. Hier mal ein Vergleich mit Estée Lauder. Ist besser gelaufen als L'Oréal teilweise, ist aber auch deutlich teurer bepreist an der Börse, was KGV zum Beispiel betrifft. Hier einmal auf dem 10-Jahres-Chart sind aber beide Unternehmen enorm gut gelaufen. L'Oréal zwischendurch auch 300% nach oben gegangen. Und auf einer 5-Jahres-Sicht sieht man aber auch schon eine gewisse Korrelation. Es geht gemeinsam hoch und gemeinsam runter. Und hier ist dann auch Estée Lauder knapp besser gelaufen. Im direkten Vergleich, also Market Cap-mäßig ist L'Oréal deutlich größer, nämlich mehr als doppelt so groß. Auch der Umsatz ist mehr als doppelt so groß gewesen. Bei L'Oréal ist es 2021 gewesen, Estée Lauder ist schon Geschäftsjahr 2022, weil bei denen hört es immer im Sommer auf. Umsatzentwicklung Estée Lauder ein bisschen besser gewachsen mit 6,2%. Beide Unternehmen haben Ankeraktionäre, nämlich die Gründerfamilie. Bei L'Oréal ist es 30%, bei Estée Lauder 38%, allerdings 86% Stimmrecht.
Und L'Oréal hat zusätzlich noch 19% Nestlé dabei. KGV finde ich beide Unternehmen sehr, sehr teuer. Auch L'Oréal mit 33,6 ist mir zu teuer. Von daher gibt es hier keiner als Sieger eigentlich. Und aktuelle Dividendenrendite L'Oréal mit 1,4% und Estée Lauder mit 1,1%. Und bei der Ausschüttungsquote zum Gewinn ist L'Oréal 48%, Estée Lauder 44%, beides im Rahmen, finde ich. Und bei der operativen Marge kann L'Oréal knapp überzeugen mit 19,1% verglichen zu Estée Lauder mit 17,9%. Und ihr kennt es ja auch, das Beispiel mit dem Hund und dem Gassi gehen. Also geht der Kurs voraus oder geht die Unternehmensentwicklung voraus? Am Ende passt sich natürlich der Aktienkurs in der Regel auch dem unternehmerischen Erfolg an. Die Marktkapitalisierung ist seit 2010 jährlich um 11,3% gewachsen. Hier sieht man es eigentlich sehr schöne Treppenstufen nach oben, von links unten nach rechts oben. Von 2010 bis 2021 teilweise vervier- bis fünffacht. Aber jetzt natürlich auch in der aktuellen Marktlage wieder nach unten. Aber wie hat sich denn der Umsatz dahingehend entwickelt? Hier sieht man schon, also Market Cap sehr stark gewachsen. Der Umsatz hingegen nur mit 5,1% pro Jahr gewachsen. Ist ungefähr ein bisschen höher durchschnittliches Wachstum, als der Markt an sich gewachsen ist. Was natürlich positiv ist, allerdings hat man von 2010 bis 2021 beispielsweise Umsatz gerade mal ein bisschen mehr als 50% gesteigert. Und selbst bis 2022 wird man wahrscheinlich nicht verdoppelt haben. Allerdings hat sich der Kurs zwischendrin mal vervier-halbfacht ungefähr, was natürlich dann heißt, dass der Kurs dem unternehmerischen Erfolg weit weggelaufen ist. Natürlich zahlt man hier für Qualität. Allerdings finde ich, dass L'Oréal schon deutlich zu teuer aktuell ist und auch mal wieder korrigieren könnte und beim aktuellen Kursniveau selbst von 181 Millionen Market Cap noch nicht interessant genug ist für mich. Operating Profit ist auch sehr schön angestiegen. Der hat sich tatsächlich dann auch verdoppelt von 2010 bis 2021. Auch Earnings per Share hat sich auch mehr als verdoppelt und die Dividende auch deutlich mehr als verdoppelt. Das ist natürlich eine sehr schöne Ansicht. Allerdings sieht man hier auch immer noch, die Marktkapitalisierung ist über die Jahre gesehen von einem Ausgangswert über die jährliche Wachstumsrate immer noch deutlich höher als die restlichen Sachen. Von daher würde ich mir wünschen natürlich, dass die Marktkapitalisierung nochmal deutlich zurückkommen würde und dann praktisch zusammen mit dem Umsatz, Earnings per Share, Operating Profit zusammen wachsen würde, beziehungsweise das wäre dann irgendwo auch ein Punkt, wo ich sagen würde, okay, das wird jetzt attraktiv, hier einzusteigen. Aber aktuell ist für mich, auch wenn das Unternehmen sehr qualitativ ist, ist sehr riskant, dort einzusteigen, dadurch, dass ja für mich eigentlich eine klare Überbewertung hier vorliegen würde. Dann natürlich zu guter Letzt hier meine Meinung. Wie gesagt, für mich sehr starke Marken und man hat ein defensives, sicheres Investment, was die Unternehmensentwicklung angeht. Man hat immer noch dynamisches Wachstum mit Zukäufe, auch mit den Wachstumsregionen an sich, die man hat. Allerdings hat man hier aktuell auch ein Risiko nach unten aus meiner Sicht, dadurch, dass ich das Unternehmen sehr hoch bepreist finde. Dann hat man natürlich Wachstum vor allem durch Akquisitionen auch geschafft. Und dadurch entsteht natürlich auch eine sehr große Marktmacht. Und zukünftiges Wachstum mit Akquisition ist natürlich auf der einen Seite entweder sehr teuer und auf der anderen Seite mit weniger Auswirkungen. Denn wenn man schon 32,3 Millionen Euro Umsatz hat, dann ist eine Marke, die man dazu kauft, nicht mehr so krass in Relation zum Umsatz gesehen, was er vielleicht dann wirken wird. Außer man macht eine sehr große Übernahme, die dann wiederum sehr teuer wird. Ich hoffe, ihr versteht den Denkanstoß, denn man kann nicht ewig mit Akquisitionen wachsen, außer die Akquisitionen werden eben haben mehr Umsatzpotenzial. Grundsätzlich aber eben, ja, denke ich auch, neben Akquisitionen kann man über die Emerging Markets recht gut Marktanteile noch gewinnen und dort auch strategisch gute Unternehmen oder Marken auch schlucken. Wie gesagt, aktuelle KGV ist mir aktuell zu teuer. Der Markt preist hier eben viel Qualität ein. Allerdings teilweise eine 4- bis 5-Verfünffachung der Market Cap bei einem Umsatzanstieg von knapp über 50% finde ich dann doch zu krass.
Und ja, ich würde mir eine deutliche Anpassung von den Kennzahlen wünschen, bevor ich hier ein Investment tätige. Allerdings kann man hier auch gut mit einem Aktiensparplan einsteigen, denn L'Oréal war in den letzten Jahren eigentlich eine Aktie, die immer zu teuer war. Grundsätzlich allerdings auch, was in der aktuellen Zeit sehr gut ist, das Unternehmen ist schuldenfrei, kann also Akquisitionen tätigen. Man hat hier ein negatives Net Debt zu EBITDA, sprich man kann die Netto-Schulden innerhalb von einem Jahr direkt alles zurückzahlen, was ich sehr, sehr gut finde. Denn hier muss man jetzt keine neuen Schulden große Schulden aufnehmen oder zurückzahlen, umschichten etc. Und dann hier nochmal als Abschluss. Vielen Dank für das Zuhören. Ich freue mich über euer Feedback in den Kommentaren. Ich freue mich über ein Abo. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Freue mich, wenn ihr zusammen mit dem Jahr 2023 dann auch diesen Kanal mit begleitet und hoffe, wie gesagt, dass ihr gestern eine super Silvesterparty hattet. Für mich geht es jetzt gleich los in der nächsten Stunde irgendwann. Und dann lade ich das Video passend morgen im Laufe des Vormittags oder Nachmittags dann hoch für euch. Ne? Und dann wünsche ich euch einen super Start auch in die nächste Woche. Und bis dann.